Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Train Simulator 2019. Ich möchte euch gerne die vor ein paar Tagen neu veröffentlichte Strecke Münster-Bremen gerne vorstellen. Und zwar in einem Szenario, was ein Kollege für mich gemacht hat, ein Freund. Und zwar fahren wir die damalige Westfalenbahn, der damalige Betreiber dieser Strecke, der Teutobahn RB66 von Osnabrück nach Münster, mit dem Flirt 3 Repaint Christmas. Auf zu den schönsten Weihnachtsmärkten in der Region. Das tun wir auch. Wir fahren nämlich nach Münster mit Originalansagen von Helga Bayerz. Und zwar werden wir mal unseren Flirt 3 aufrüsten. Abfahrt ist realer, ist übrigens ein realer Fahrplan. Die reale Abfahrtzeit ist hier um 7.19 Uhr. So, Licht aus. Weg können wir auch umstellen. 110. Genau, Ausfahrt steht auch schon. Konntest mal den Osnabrücker Hauptbahnhof angucken. Bin natürlich schon ein paar Runden hier gefahren. Es sieht auf jeden Fall alles sehr real aus. Ich kenne ja Osnabrück auch. War ab und zu auch schon hier gewesen. Hier an Nordwestbahn-Lind. Der RB75 Haller Wilhelm von Bielefeld über Halle in Westfalen. Hier unten der Bahnhof Osnabrück. Liegt auf zwei Ebenen. Hier unten der Bahnhof der Strecke von Hannover in Richtung Rhein und weiter Bad Bentheim, Amsterdam. Sie wäre auch Endpunkt der Strecke aus Richtung Oldenburg-Kloppenburg, der Nordwestbahn, beziehungsweise aus Wilhelmshaven. Hier unten hat er übrigens auch einen Zug der Westfalenbahn hingestellt. Das ist die ehemalige RB61 Wiengebirgsbahn. Von Bad Bentheim nach Bielefeld. Fährt auch gleich los. Ja. Übrigens kann man auch viele Güterzugszenarios machen. Hier ist ja überall hier das, die Abstellanlage. Hier zum Beispiel ist auch die Osnabrücker Schleife. Ne? Man kann hier einmal hier runterfahren, einmal in den unteren Bahnhof und einmal weiter in Richtung Löhne über Bünde. Zigarrenstadt. Hier auch Richtungsgruppe, Rangierbahnhof, alles ist hier dabei. Also ihr habt ja wirklich echt, könnt ihr viel machen, das ist echt der Wahnsinn. Hier geht übrigens die Strecke ab, hier rechts, Richtung Rheine und dann weiter in Richtung Wilhelmshaven, die nicht elektrifizierte Strecke. Hier haben wir noch Spitzenlicht an. Das Zielschild können wir auch mal eben ändern mit der Taste 0 auf Westfalenbahn. Denn reales Ziel gibt es hier nicht für Münster, RB66 Teutobahn. Schön mit Sitzbezug. Wie gesagt, ob das Szenario veröffentlicht, das kann ich euch nicht sagen. Das muss ich erst meinen Kollegen fragen. Wir können aber kurz noch auf den Bahnhofsvorplatz schauen. Wo ist der denn? Ah ja, oh, sogar das reale Bahnhofsgebäude hier. Echt schön, geil. Wie in echt hier alles. Sogar ein Bus, Westfalenbus. Der Stadtwerke Osnabrück. So. Herzlich willkommen in der Westfalenbahn auf der Fahrt von Osnabrück nach Münster. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Fahrt. Schön, Helga Bayerz. Ja, ich erstmal entschuldige ich mich, dass gestern der Livestream irgendwie nicht richtig funktioniert hat. Das Internet ist auf einmal ausgefallen. Danach lief es auch wieder einwandfrei. Aber da hat es sich auch wirklich nicht mehr irgendwie gelohnt. Und wann der nächste Livestream kommt, das kann ich euch noch nicht sagen. Auf jeden Fall in der nächsten Zeit nicht. Da kommen eher wieder mehr Videos. Was ja mehr Zuspruch findet, denke ich mal. 101 in der City in Richtung Norden. Auch real. Sehr gut gemacht. Hier die Lärmschutzwände, auch wie in der Realität hier. Schön die gemeinsame Aufhängung. Ja, schon mal für alle Omsianer, die ja schon oft fragen, wann kommt das nächste Omsi-Video. Da sage ich kurz und knapp, es wird irgendwann noch ein Omsi-Video kommen. Und zwar, wenn demnächst Ruhrau V2 erscheint. Also die neue.
Und ich sage es so, wie es ist. Es wird das letzte OMSI-Video sein, was auf meinem Kanal kommen wird. Also ich werde jetzt nicht nur eine Linie von Rohr machen, ich werde auch zwei, drei Linien machen. Also, und Rohr ist das letzte, was ich auf YouTube euch von OMSI 2 präsentieren werde. Danach werde ich mich nur Train Simulator widmen, der Bahnsimulation und dementsprechend später auch, wenn es erscheint, Lotus. Ne? Also das auf jeden Fall. Aber von OMSI werde ich mich klipp und klar, das ist mein letztes Wort, verabschieden. So viel dazu. Weil ich einfach keine Lust mehr auf dieses Spiel habe. Es macht einfach keinen Spaß und es bringt auch nichts, hier ein Video zu machen und ich sitze da einfach so langweilig. Das merkt ihr ja dann auch. Deswegen. Hier unterqueren wir jetzt die Autobahn A30 in Richtung Amsterdam sowie in Richtung Bad Oeynhausen. Links zweigt jetzt die nicht elektrifizierte Strecke nach Bad Rothenfelde Bielefeld ab. Strecke der Nordwestbahn betriebenen Linie RB75 Haller-Wilhelm. Auch eine sehr schöne Strecke. Ich bin da leider noch nicht lang gefahren. Schön gemütlich. Schön die Herbstbäume hier. Echt schön gemacht. Die Strecke ist fast durchgehend mit LZB der Linienzugbeeinflussung ausgerüstet. Mit ein paar Unterbrechungen. Zum Beispiel, ich glaube, zwischen Westerkappeln und Längerich. Ab Längerich ist dann auch wieder LZB bis Einfahrt Münster. Und von Bremen bis Westerkappeln, denke ich mal. Oder bis vor Osnabrück, da bin ich mir jetzt nicht so sicher. Aber auf jeden Fall bis Mittellandkanalbrücke, meine ich. Da boomte da. Genau. Da ist ja Wiehengebirge, da fährt man sowieso langsamer. Vater. Vertrieb. Herrlich. Oh, schön stimmt. Haßbergen. Wir befinden uns noch im Bundesland Niedersachsen. Die Grenze befindet sich zwischen Nattrop-Hagen und Längerich. Also die Strecke ist wirklich sehr schön gemacht, also für so viel lange Arbeit finde ich 35 Euro gerechtfertigt. Allerdings gibt es so ein paar Macken. Jetzt nicht der Strecke. Ich meine, da hätte VR dann fix rausgebracht. Der Mike da im RailSim-Forum, den habe ich mir auch installiert. Da muss ich noch schauen, ob das geht. Was die Szenarios betrifft, muss ich sagen, die weichen sehr von der Realität ab. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass alle halbe Stunde ein ICE kommt und das ohne Buckelwagen. Also vielleicht irgendwann wird es so sein, dass kein Bordbus so es mehr geben wird. Vielleicht haben wir schon etwas vorgearbeitet. Aber naja. Der Bahnhofsvorplatz. Geil gemacht alles hier, ey. Wupp, sogar eine Fahrradabstellanlage mit Dach. Also ich meine, die Szenarios, die sind eher als Beiwerk. Also hier Geschwindigkeitsprüfabschnitt. Im Livestream habt ihr ja schon gesehen, hat mich einer erwischt.
Macht sich. Die Strecke ist hier besonders kurvenreich, da hier die Ausläufer des Teutoburger Waldes durchquert werden. Deswegen ist ja auch hier noch keine LZB. Hier ist ja auch nicht viel eine Park-and-Ride-Anlage halt, ne? Aber es sieht sehr real aus. Hier die Brücke im Hintergrund und so. Das Überholgleis. Schick. Gleich passieren wir den Kilometer 103,0 an diesem Bahnübergang, den wir gleich überfahren werden. Befand sich vor einiger Zeit der letzte schrankenbediente Posten der Rollbahn. Kilometer 103,0. Hier fuhren auch früher viele 103, also hat das sogar irgendwie auch gepasst. Aber den gibt es auch schon lange nicht mehr. Mittlerweile ist das Häuschen auch abgebaut. Hier befand es sich früher, hier links. Die Automatisierung ist das alles weggefallen. Hier ist LZB Anfang. Hier der GEPA. Ja, ich muss auch persönlich sagen, dass bei diesen Gleisen man mehr das LZB-Kabel sieht als bei anderen, ne? Oder vertäusche ich mich da? Jetzt kommt der Längericher Westtunnel, der nördlichste Eisenbahntunnel Deutschlands, zugleich der einzige der Rollbahn, den wir hier jetzt durchfahren werden. 581 Meter ist dieser Tunnel lang und durchquert
einen Arm des Teutoburger Waldes. Nächste Station, Lengerich. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Ab hier wird die Strecke wieder deutlich flach. Das nächste Gebirge ist ja erst wieder die Hohe Mark hier bei Haltern. Und dann geht es ja erst ins Ruhrgebiet. Die eigentliche Rollbahn beginnt in Wanne-Eickel und führt dann über Recklinghausen, Haltern am See und Dülmen nach Münster. Und dann hier weiter in Richtung Bremen und Hamburg. Schade, dass man nicht bis Wanne-Eickel gemacht hat. Vielleicht kommt irgendwann noch eine Verlängerung. Aber es wäre natürlich noch ideal, wenn man Richtung Ruhrgebiet was erweitern könnte. Da fehlt halt das. Ne? Da fehlt halt wirklich eine Strecke ins Ruhrgebiet. Und gerade die Fortsetzung der Rollbahn, das wäre wirklich super. Ist auch eine landschaftlich reizvolle Strecke nach Essen. Erstmal schön flach. Bauern, Wälder, Seen. Hier Halterner See. Und dann geht es in die Hohe Mark, bis Malsinsen und dann auch wieder ein bisschen hügelig und dann kommt halt Ruhrgebiet. Können Sie mal hier Lengerich angucken. Auch eine große Park-and-Ride-Anlage hier. Hier rechts sehen wir die Gleise der Teutoburger Waldeisenbahnstrecke von Georgsmarienhütte in Richtung Ibbenbüren. Schick. Na gut, viel ist hier nicht. Hier ist ja die Stadt Lengerich. Ist auch ein größeres Örtchen, ne, dementsprechend. Hier das Gebirge da oben. Schön. Weiter geht's. Nächster Halt, Kattenfenne. Ich hatte auch den ICE Sprinter reingebracht ins Spiel, in die Aufgabe, dass der ICE 2, er verkehrt nach Hamburg ab Essen ohne Halt. Wie in der Realität ein ICE-2-Zug. Jetzt unterqueren wir gleich die Gleise der Teutoburger Waldeisenbahn in Richtung Georgsmarienhütte, Bad Iburg. Das ist die Strecke da oben. Bin ich auch einmal mitgefahren auf so einer Sonderfahrt. War auch schön. Schöne landschaftliche Strecke. Die FPS-Zahl kann sich hier sehen lassen. 60 FPS, also kann man nicht meckern. Oh, Güterzug. Da kommen wir Uschen. Eine Überholmöglichkeit hier rechts, links. Früher zu Bundesbahnzeiten war auch wirklich viel mehr los hier. Auch heute noch ist die Strecke von vielen Güterzügen dicht befahren.
Aber Personenzüge gab es früher hier mehr. Deutlich mehr. Da fuhr hier ein Zug nach dem anderen. Nächste Station, Kattenfenne. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Also ich werde in der nächsten Zeit, denke mal, noch zwei Szenarien der Strecke zeigen. Das nächste Szenario wollte ich euch zeigen von Train FV, hier dieses Szenario RS2 von Twistringen nach Bremen mit dem Flirt 3 in Nordwestbahnlackierung. Das werde ich als nächstes Video dann rausbringen. Es kommt dann die Tage. Ich denke mal, morgen mache ich das nach der Arbeit. Ich habe Frühschicht, dann kann ich das machen. Geht ja auch nicht so lang, ist eine Stunde oder so. Rechts steht ein Sonderzug. Fußball-Sonderzug mit 110 und N-Wagen. Kattenfenne. Halt. Auch hier können wir uns wieder ein bisschen umsehen. Hier stehen irgendwelche Kisten. So eine Anlage hier. Auch eine Park-and-Ride-Anlage. Hier noch ein altes Schild. Kattenfenne. Überdachter Fahrrad-Park-and-Ride-Anlage. Noch das Bahnhofsgebäude. Auch diese alten Uhren hier, die kennen wir auch noch hier. Ja, das ist Kattenfenne. Also Silvester-Livestream weiß ich noch nicht. Wird wahrscheinlich dieses Jahr nichts. Ich muss da arbeiten. Nächster Halt ist Ostbevern. Auch die Vegetation bei der Strecke gefällt mir wirklich besonders. Also hier sieht man auch nichts von Kujuyo. Ne, also ist wirklich echt super gemacht. Also das gibt schon echt ein stimmiges Bild dazu. Weil diese Kujuyo-Vegetation, die geht gar nicht, ey. Das ist ekelhaft. Früher ging das ja, aber es gab ja nichts Besseres, ne? Heutzutage muss man sich dementsprechend schon als Streckenerbauer dem Standard anpassen. Richtig real hier, wie die Gleise hier auseinandergehen, ist in der Realität nämlich auch so. Mit dem Bus dazwischen. Mit der Brücke. Die Kilometrierung der Strecke beginnt dementsprechend dann auch in Banner Eickel. Und nicht erst in Münster. Aber wenn man von der Rollbahn spricht, spricht man von Münster-Bremen-Hamburg. Ja, also von Banner Eickel wird da erst gar nicht von gesprochen, aber richtig ist es, Kilometrierung beginnt in Banner Eickel. Früher hieß die Station Brock Ostbevern, aber heute heißt es nur Ostbevern.
Hier auch das reale Schild, ne? Vorsicht, schnelle Vorbeifahrten, gekennzeichneten Bereich S betreten, wenn Zug hält. Ne, hier wird ja Tempo 200 gefahren und der Sog ist dementsprechend dann auch schon stark. Der Bahnhof von Ostbevern. Nicht viel. Was soll man hier auch sehen? Ist wie in der Realität nicht anders. Beziehungsweise ist in der Realität nicht anders, ne? Oh, hier ist so eine geschlossene Fahrradabstellanlage. Beziehungsweise eine groß überdachte, finde ich. Also echt super. Hier stehen Autos abgestellt. Mhm, aus Köln sogar. Mhm. Aus Bar, PM. Okay. Aus DD, Dresden. DD, die Deutschen. Hannover war heute irgendwie so ein Chaos, der Stromausfall gewesen, habe ich gerade auf Facebook gesehen. Das alte Stellwerk hier. Auch von der Press, 145. Steht aber im fahrradlosen Abschnitt, ja, die kommt da glaube ich nie mehr weg von alleine. Nächster Halt ist Westbevern. Güterzug und Container. Kurz, Zwischentakter. 7.34 Uhr ab Münster. Jetzt hätte noch uns ein Zug entgegenkommen hier bei Natrop Hagen, aber der ist ausgefallen. Technische Störung am Zug. Gecancelt. Da ist das Stellwerk,
Der Bahnhof von Westbevern. Das Empfangsgebäude ist schon sehr heruntergekommen. Hier noch die alten 90er Stationsschilder. Auf der anderen Seite auch. Hier noch Westbevern. König Pilsner. Ja, kommt aus unserer Region hier. Der nächste Halt ist Münster in Westfalen, Hauptbahnhof. Das Doofe ist, finde ich, auch bei den Quickdrives, da kommt kein KI zu hingegen. Das ist dann auch langweilig, sonst hätte man auch Quickdrive-Let's Play fahren können. Aber das ist dann doof, wenn wir fahren, da kommt kein KI zu hingegen. Ich finde das irgendwie total langweilig. Das macht dann auch irgendwie keinen Spaß, so eintönig. Hier überqueren wir jetzt die Ems. Das Flüsschen. Links die Verladung für die Truppen. Buchsplatz. Stehen auch die Wagen abgestellt. Rechts befindet sich die Fachklinik Hornheide. Hinter Bäumen versteckt. Gleich passieren wir den aufgelassenen ehemaligen Haltepunkt Sudmühle. Gibt es auch schon lange nicht mehr. Hier war der früher irgendwo. Links zweigt gleich die Umgehungsstrecke ab für Güterzüge in Richtung Hamm in Westfalen und zur Hauptstrecke in Richtung Wanne-Eickel, also Rollbahn. Abzweig Lechtenberg geht es dann auf die Strecke nach Hamm und bei Abzweig Mecklenbeck dann auf die Rollbahn wieder. Die Strecke zweigt links ab. Führt an Münster südlich vorbei. Stellwerk Sudmühle. Jetzt überqueren wir den Dortmund-Ems-Kanal und überqueren die Schleuse von Münster. Den Schifffahrter Damm unterqueren wir die Straße. Wie in der Realität hier. Super. Auch der Weg hier rechts. Von rechts nähert sich gleich die zweigleisige elektrifizierte Strecke aus Emden, Meppen, Rheine und nicht elektrifizierte Strecke aus Richtung Enschede, Ronau, Burg Steinfurt, die im Münsterzentrum Nord in die Strecke aus Emden einmündet und von links die nicht elektrifizierte Strecke aus Reda-Wiedenbrück, Warendorf, betrieben von der Eurobahn. Nächste Station, Münster Hauptbahnhof. Dieser Zug endet hier.
Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. Zu Ihren Anschlüssen zum Regional- und Fernverkehr beachten Sie bitte die Lautsprecherdurchsagen auf dem Bahnsteig. Die Westfalenbahn sagt Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Schöne Ansagen. Ja, wir erreichen nun Münster in Westfalen Hauptbahnhof. Das Ende des Let's Plays Train Simulator 2019 mit der Strecke Münster-Bremen und der Aufgabe Westfalenbahn nach Münster. Ich hoffe, das Video und die Aufgabe haben euch gefallen. Und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben geben würdet, einen Kommentar darunter schreibt, wie ihr die Aufgabe findet, wie sie gemacht ist und wie ihr das Video so fandet, die Strecke. Und ich wünsche euch noch einen angenehmen Start in die Woche und wir sehen uns demnächst wieder. Dann mit der Aufgabe RS2 nach Bremen. Nach Bremerhaven, Lehe von Train FV. Ja, bis zum nächsten Mal, Leute. Hautet rein, macht's gut, ne? Tschüss. Münster Hauptbahnhof, ein wichtiger Knotenpunkt. Da steht ein Westfalenbahnflirt doppelt als Emsland Express nach Emden und ein doppelter Eurobahnflirt nach Bielefeld und nach Warburg. Und links DB Flirt 3 RE 42 bzw. RE 2 nach Düsseldorf. Heute Flirt 3 statt Osso. Wir warten auf Gleis 8 wie in der Realität. Endstation. Mir hat Spaß gemacht, ich hoffe euch auch. Das ist ein Vierteiler-Flirt gewesen. Deshalb Baurahmenbezeichnung 428. Gut gemacht, sie haben das Ende, beziehungsweise sie haben das Szenario erfolgreich abgeschlossen. Wo kommt denn der Zug? Ach, da kommt er. Gleis 4 umgeleitet. Der Schweizer wird umgeleitet.